Hallo, guten Morgen, meine Lieben. So, da kommen wir mal wieder zu der nächsten Tageslegung, schon wieder Montag. Yvonnechen schwer behindert. Ach, mir tut der kleine Finger so weh und alles. Ich habe mich da irgendwie die Sehne da verzerrt oder was. Ne? Aber ich habe keinen Bock auf die Kantlegung auch noch zu verzichten. Ne? Ja. Germany is next Toptrottel. Vielleicht sollte ich mal auf die Karten hören, da lag nämlich letzte Woche Unfallgefahr. Ne? Ja. Geist kriegt so ein Problem nicht. Der hat eine Putzfrau, ne? Was einem so alles beim Fensterputzen passieren kann. Ne? So, jetzt gucken wir mal heute. Die Demalia Angel Undercover hole ich. Die Lena Moore von Ciro Marchetti. Jo, und die Antworten der Engel von Doreen Virtue und Radley Valentine. Gucken wir mal. Also ich muss ein bisschen langsam machen, ne? Musste das da verbinden. Hand ganz dick. Passt auf beim Fensterputzen. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt, ne? Im Namen Gottes. Aber mischen kann ich. Was ist denn heute wichtig für Seelenkollektiv? Ja, lacht sich natürlich jeder kaputt, ne? Wie mir das da passieren konnte. Oh, du kriegst Nachrichten. Nachrichten, irgendwelche Neuigkeiten. Ja, 2 und 7 ist 9. Diese Neuigkeiten, die könnten bedeuten, dass eine Lebensphase zu Ende geht, eine neue anfängt. Das kann auch ein neuer Vertrag sein, ne? Wo heute auf dich zukommt, ne? Arbeitsvertrag. Immer schön das Kleingedruckte lesen, ne? Ja. Oh, Fuchs. Falsche Neuigkeiten. Also hier kommen irgendwelche Gespräche, die sind dabei hinterlistig falsch. Da kriegst du was vorgemacht, ne? Hier ist jemand falsch dir gegenüber, macht sich und anderen was vor. 1 und 4 ist 5, das bedeutet, deswegen gehst du in die Veränderung. Ja, und das Lustige ist, hier liegt die Veränderung hinten dran. So, diese falschen Personen, die war, wo damit falsche Neuigkeiten, vielleicht stratscht auch jemand über dich, ne? Ja, führen zu einer positiven Veränderung. 1 und 7 ist 8. Die wollen die Fülle führen, ne? Ja. Also hier kommen Veränderungen auf dich zu, ne? Neuigkeiten, ja, vielleicht wird irgendetwas aufgedeckt, irgendeine Lügerei. Ja, und das führt zu einer positiven Veränderung. Geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Ja, diese positive Veränderung, die wo du 3 mit Hilfe bekommst, ne, mit Hilfe und Unterstützung, führt in deinen inneren Frieden, in die Balance, in die Harmonie und zwar für die ganze Familie. Ja, eventuell über einen älteren Mann. Mensch, leg das mal ein bisschen runter, weil ich konnte jetzt die Armbänder nicht anziehen, aber ich habe ein Pentagramm an. Ne? So, im Namen Gottes. Wie geht es denn weiter heute, liebe geistige Welt? Ja, hier werden Unklarheiten werden scheinbar aufgedeckt. Ne? Ja. Unklarheiten, Unsicherheiten, vielleicht bist du auch verunsichert wegen diesen falschen Nachrichten. Ne? Die, wo natürlich dann von falschen Personen kommen, ne? Hast Schwierigkeiten, Komplikationen, ne? Ja. Deswegen änderst du deine Richtung. Das gibt dir die Möglichkeit, deine Richtung zu ändern, ne? Weil du möchtest ja etwas Schönes, etwas Besseres, ne? Frieden, Harmonie, innere Balance, da richtest du dich neu aus, ne? Ja. So, hier kommt auch jemand auf dich zu, auch mit Nachrichten. Es könnte eventuell sein, eine Person kommt auf dich zu, die 1 bedeutet neue Gelegenheiten, ne, über Nachrichten. Ja, vielleicht, also kriegst auf jeden Fall eine Nachricht, Post, irgendwas, ne? Kann auch übers Handy sein. So, dass hier jemand auf dich zugeritten bekommt, das kann sein, Hilfe. Die, wo dir hilft, eine Lebensphase zu beenden, dass eine neue anfangen kann. Ne? Ja. Geht das denn weiter, liebe geistige Welt? Ich bin heute ganz fummrig im Kopf. Von der Fehlhaltung.
Ja, Nachrichten über einen Vertrag, über eine Beziehung, über etwas, an dem du gebunden bist, ne, wo du dich im Kreis drehst. 2 und 5 ist 7, das steht für Gott, steht aber auch für Wunder, ne? Ja, vielleicht kommt hier eine neue Beziehung auf dich zu, die wo du dir wünschst, ne? Hier ist ja ein Reiter, ne? Ja, eine neue Beziehung, ne? Ja, jemand aus der Vergangenheit könnte zurückkommen. Ne? Ja, genau. Mit dem, wo du eventuell mal irgendeine Beziehung hattest. Ne? Das muss aber jetzt keine partnerschaftliche Beziehung sein, das kann auch eine freundschaftliche Beziehung sein. Ne? Fisch, so, Fisch steht schon wieder für, dass da etwas fließt, für Seelenpartner. Ne? Ja, jemand aus der Vergangenheit. Ein Seelenpartner. Und hier haben wir auch die Fische. Ne? 3 und 4 ist 7. 7 ist wieder, steht wieder für Wunder. Ne? Und die Kelche stehen für Seelenbeziehung. Also es kann sein, dass jemand aus der Vergangenheit, ne, es kann auch aus früheren Leben sein, dein Seelenpartner ist, ne? Und dieser Mensch, der kommt zurück, ne? Da kriegst du Nachrichten, ne? Kommt auf dich zugeritten. Ja? Hier fließt auch was, das kann auch mit Geld zu tun haben. Ne? Jo. Gucken wir mal weiter. Ich guck mal, wie weit ich heute komme. Ja, du wirst auch beobachtet, von jemandem, Von irgendjemandem wirst du beobachtet, ne? Das kann in aller möglicher Hinsicht sein, ne? Online oder dass da wirklich jemand dich da beobachtet, ne? Du beobachtest aber auch, ne? Ja? Bullauge. Aber sehr beschränkt wirst du beobachtet. 4 und 4 ist 8, ne? So, das bedeutet, du gehst in die Fülle, du guckst auch auf diese neuen Seelenpartner, ne? Fülle, das ist ja auch, wenn du Liebe bekommst, Zuwendung bekommst, mehr Geld hast, ne? An dem, wo du glücklich bist, ne? Ja, da handelst du weise. Hier kommt auch was mit Sicherheit auf dich zu. Und so wie es aussieht, ein neuer Mensch, ne? Neue Begegnung, das führt in den Erfolg, du wirst dich für das Neue öffnen, ne? Ja, 2 Kelche, ja, das steht auch wieder für Liebesbeziehung, die wo mit Sicherheit kommt, ne? 3 und 3 steht für Hilfe ist nah, ne? Ja, und dafür sind von Gott her die Würfel schon gefallen, ne? Ja, da sind die Würfel schon gefallen, ne? Gott hat jetzt gewürfelt. Du hast vielleicht nicht geschafft, irgendwie dein Schicksal zu ändern, ne? So, von Gott sind die Würfel gefallen, ne? Das Falsche kommt weg und geht in die Veränderung, ne? Und du gehst in den Neuanfang, wo es in kleinen Schritten vorwärts geht, mit einer neuen Liebe, ne? Ja, da kriegst du Nachrichten, ne? Vielleicht auch eine Liebeserklärung, Kann auch sein, Also auf jeden Fall guck die Frau mal, also das bist du, ob du Mann oder Frau bist, ne? Die guckt mal eigentlich, ja, als wie wenn ihr die Nachrichten da gefallen würde, ne? So. Von einem früheren Umfeld eventuell, ne? Hier habe ich den Park. Nachrichten von draußen, ne? Hier habe ich den Park. Also von der Öffentlichkeit. Jo. Ja, genau. So, und die führen ins Glück, ne? Die führen ins Glück. 4 Tage, 4 Wochen, 4 Monate, ich glaube aber eher 4 Tage, 4 Wochen. Ne? Auch wieder 2 Kelche. Ne? Das bedeutet, ja, das hat was mit der Liebe zu tun. Ne? Da kriegst du Hilfe und Unterstützung. Ne? Jemand, wo dir treu und loyal ergeben ist. Ne? Ja, sei kein Schaf, lass dich von Leuten nicht ausnutzen. Passt da ein bisschen auf, ne? Weil die Falschen haben wir ja da oben auch liegen. Ne? 1 und 8 ist 9. Hier endet eine Lebensphase und eine neue fängt an. Das Kapitel mit der alten Lebensphase wird abgeschlossen, auch mit alten Liebschaften, ne? Ja, mit alten Beziehungen, eventuell sogar toxische Beziehungen, ne? Leute, die wo dich verarscht haben. Da wird das Kapitel zugeschlossen und viele neue Abenteuer warten auf dich. So. Holen wir aber mal die nächste Karte. Schlimm, wenn man behindert ist. Ich bin Rechtshändler. Ne?
Ach, ich sag's ja, im Namen Gottes, wie geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Ja, du bist ein bisschen unsicher. Hier ist was unklar, ne? Hier hast du Wolken nur im Blickkopf. Du bist ein bisschen verwirrt. Ja, hier tut dir auch jemand eventuell Nebel und den Kopf, dass du nicht klar siehst, ne? Ja. Das lässt du alles los, ne? Das, was dich verunsichert, ne? Was, wo du Nebel im Kopf hast, das lässt du los, gibst du frei, lässt du laufen, ne? Reisendes soll man nicht aufhalten, bis es Irrschirm verpasst, den Zug nicht, ne? Ja. Du gehst in den absichtlichen Rückzug. Ja, Einsamkeit, weil du so einsam bist, ne? Hier stagniert auch was, ne? Du kommst nicht vorwärts, ne? Du bist bei irgendeiner Beziehung mit einer falschen Person an einem toten Punkt angelangt, ne? Ja, das hat dich auch selbst ein bisschen kaputt gemacht, ne? Im Namen Gottes, wie geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Ja, weil du dich in eine neue Person hast du dich verliebt oder wirst dich noch verlieben, ne? Also es kann sein, dass du schon eine neue Person, deinen Seelenpartner kennengelernt hast, da bist du verliebt. Wenn nicht, kommt jetzt jemand auf dich zugeritten, wo du dich verliebst, ne? Wo du wieder zufrieden bist, dich glücklich fühlst, ne? Ja, da fühlst du dich zu Hause angekommen, in Sicherheit und Geborgenheit. Da soll's rein. Diese alte Lebensphase, ne? Mit diesen falschen Leuten, die geht jetzt zu Ende, ne? Ja? Ja, genau. Da fühlst du dich angekommen und zu Hause bei dieser neuen Person. Hm? Im Namen Gottes, wie geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Ja, weg von diesen. Hier haben wir wieder jemanden Toxischen, ne? Der erinnert mich immer an Es, an den Clown. Ich mag übrigens keine Clowns, ne? Ich mag nichts, was so sich hinter Masken versteckt, ne? Jemand, der wo deine Gefühle kontrolliert, sich und anderem was vorspielt, überspielt, ne? Also eine toxische, narzisstische Person, ne? Die lässt du los, ne? Ja. Im Namen Gottes. Immer überraschend, wie viele negative Karten da drin sind, ne? Ja, irgendein Rivale, Ex-Partner, es kann sein, dass du mit dieser Partnerschaft noch zusammen bist, ne? Aber schon innerlich getrennt, vielleicht bist du auch schon in der Wohnung getrennt, vielleicht dreht es sich aber auch um andere Rivalen, ne? Ja, irgendwelche Nebenbuhler, die wohl dich als Konkurrenz ansehen, ne? Im Namen Gottes. Ah, meine Liebe, ich sag's ja. Oh, Kind, so. Du kümmerst dich jetzt um dein inneres Kind, um dich, um deine verletzte Seele, ne? Das Kind bedeutet aber auch, du gehst von diesen Rivalen weg, von diesen Leuten, wo dich kontrollieren, ne? Du gehst in den Neuanfang, ne? Und der wird schön. Da fliegst du buchstäblich in die Freiheit, ne? Da kommst du zu einer Trennung von jemand Falschem, eventuell sogar Toxischem, ne? Ja, jemand mit dem, wo du überhaupt nicht mehr glücklich bist, ne? Da hattest du Liebeskummer nur, ne? Hm. Ja. Geheimnis hüten und bewahren. Etwas verheimlichen. Ja, hier hat jemand ein Geheimnis vor dir, wo etwas vor dir verheimlicht, wo aber eventuell rauskommt, ne? Ja. Das könnte ein Partner sein, das kann aber auch jemand aus der Familie sein oder auf der Arbeit, ne? Im Namen Gottes, wie geht es denn weiter? Ja, du selbst bist ein spiritueller Mensch, geistig verbunden, geistig vernetzt, eventuell hellsichtig, hochsensibel, ein Kristallkind, ein Indigo-Kind, ne? Ein Lichtarbeiter, ne? Und es kann sein, dass jetzt jemand auf dich zukommt, der wo auch sehr spirituell ist, ne? Der wo richtig gut zu dir passt, partnerschaftlich, hm? Wenn du den noch nicht gefunden hast, ne? Da entscheidest du dich auch dafür. Es kommen neue Wege auf dich zu, neue Möglichkeiten, ne? Ja, hier wir sollen Entscheidungen getroffen werden. Ja, in Zeit 4 bis 6 Wochen. Hm? Jo, also eventuell, du kriegst neue Möglichkeiten, wo du dich entscheiden kannst. Dafür kriegst du himmlische Unterstützung, Führung und Hilfe vom Universum, ne? Ja, also die Würfel sind ja gefallen, ne? Du sollst in das leben, was für dich vorgesehen ist.
Und die Freundschaften, ne, die wofür dich vorher gesehen ist, die kommen jetzt auch auf dich zu. Du machst neue Begegnungen. Ne? So, hören wir jetzt hier mal auf. Ach, man kann sich gar nicht richtig bewegen, was alles so an einem kleinen Finger dran hängt. Ne? Meine ganze Hand ist dick. Kann ich gar nicht leiden, wenn ich eingeschränkt bin. Im Namen Gottes. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Ja, über irgendetwas sollst du nochmal nachdenken. Ja, vielleicht machst du dir gerade über irgendetwas Gedanken. Ich hatte ja die Karte Nebel um den Kopf, ne? Ja, denk nochmal drüber nach, ne? Ist ja für jeden was anderes. Hm? Ja. Oder frage deine Engel um Antwort, ne? Vielleicht kriegst du innerlich Antwort, ne? Im Namen Gottes, wie geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Auf jeden Fall wird es mal gut. Es kommt was auf dich zu, was dich glücklich macht, ne? Erfolg! Wunderbar, Erfolg in jeder Hinsicht, ne? Also du kommst in das Leben, das wofür dich vorgesehen ist, in deine Berufung. Du wirst glücklich, ne? Du wirst Erfolg mit allem haben, was du dir vorgenommen hast, ne? Ja, eventuell auch beruflichen Erfolg, finanziell, daneben ist auch Geld drauf, ne? Ja, also wenn diese alte Lebensphase mit dem ganzen Falschen da endet, fängt die neue an, da wirst du Erfolg haben. In den kommenden Monaten scheinbar, ne? Ja? In den kommenden Monaten gehst du die Treppe hoch, ne? Geführt von der geistigen Welt, ne? Ins Licht, zu deinem Schatz, ne? Ja? Du wirst auch aktiv, ne? Und das Ganze ist auch schon in Bewegung, ne? Hier habe ich wieder den Reiter mit einem Engel drauf, ne? So, jetzt hole ich aber mal die Würfel. Ich hoffe, ich kann würfeln. Ah, mein Finger. Im Namen Gottes. Ja, hier kommt es zur Erneuerung. Ne? Oh. Hier kommt es zur Erneuerung. Altes, Falsches, etwas, was nicht mehr zu dir gehört, was dir keine Erfüllung mehr bringt, wird auf Deutsch gesagt weggebrannt. Ne? So. So, oder wie ein Wirbelsturm weggefegt, ne? Hier, das könnte auch so schnell gehen wie ein Wirbelsturm, ne? Ja? Genau. Und da sollst du weise reagieren, ne? Ja, das wird ein bisschen Stress verursachen, aber hier habe ich die Eule. Guck dir alles aus einer höheren Perspektive an, ne? Damit du verstehst, wie du handeln sollst. Im Namen Gottes. Das tut richtig weh. Und wieder haben wir hier die Nachrichten. Hm? Nachrichten, die wohl dich nach oben führen. Also hier kommen irgendwelche Nachrichten auf dich zu, ne? Die wohl dir helfen, jo, die Leiter hochzukrabbeln, ne? Aus einem trübsinnigen Leben vielleicht rauszukommen in ein schönes neues, ne? So, das Ganze kommt mit Sicherheit, da wirst du dich auch dafür öffnen und wirst auch Erfolg damit haben, ne? Weil jetzt greift nämlich die göttliche Gerechtigkeit, ne? Du hast immer viel Gutes in die Waage reingetan, wenig zurückbekommen. Jetzt greift die göttliche Fügung, ne? Das Karma, das ist für mich der Karma-Würfel. Du erntest jetzt endlich mal, was du sähst. Und die, wo dir geschadet haben, ne? Die ernten auch, was sie sehen, ne? Also jetzt sagt Gott, die Würfel sind gefallen, die haben genug Chancen gehabt. Jetzt gibt eins drauf, hm? Ja. So, was, wie deute ich denn das? Ja, das bist du, ne? Sensibel, gutmütig, ein Familienmensch, ne? Ja, hast viele Lasten im Leben getragen. Der Elefant steht in den Krafttieren auch für den Erfolg, Glück, ne? Neue Menschen in deinem Leben, eventuell Traummann steht vor der Tür oder Traumfrau, ne? Ja. Der Kelch, mhm. Der Kelch steht eigentlich auch. Kelche stehen eigentlich im Tarot für Seelenpartner, Seelengefährten, die Menschen, die wo dich für den Rest deines Lebens begleiten sollen, ne? Ja, da kriegst du Wunder geschickt, ne? Also das Ganze wird dir wie ein Wunder vorkommen. Das sind die Wunderbohnen von Jack und der Bohnenrampe, ne? Etwas, du hast etwas gepflanzt,
wo etwas Schönes daraus entsteht. Ne? So. Jetzt hole ich aber nochmal hier die. Im Namen Gottes. Ja, hier geht's vorwärts mit deinen sehnsüchtigen Wünschen und Träumen und auch mit der Hilfe, die wo auf dich zukommen soll. Ne? Das Schiff bringt dir etwas und nach dem, was ich hier alles gesehen habe, Glück, ein neues Kapitel in deinem Leben, ne? Freude und Erfüllung. Hm? Ja, du gehst in die Sonne, in deine Wunscherfüllung. Ne? Hier geht etwas gut für dich aus, da siehst du wieder Licht am Horizont. Ne? So, für die, die wo sich einen Seelenpartner wünschen, der kommt definitiv auf sie zu. Es kommen aber auch neue Begegnungen, neue Freundschaften. Bei mir klingelt das Telefon. Immer wenn man Karten legt. Ne? Und das Ganze ist gefühlt von der geistigen Welt. 3 und 1 ist 4. Ne? Die Engel behüten dich dabei. Ne? Also du gehst in deine Wunscherfüllung, in deinen Erfolg, mit Menschen, die dir treu und loyal ergeben sind. Ne? Der Seelenpartner, wenn er noch nicht da ist, könnte jetzt auf dich zukommen. Für die, die ihn schon gefunden haben, gehst du den Lebensweg halt eben mit dem Seelenpartner weiter in deinen Erfolg. Ne? Erfolg in jeder Hinsicht. Ne? Alles, was dich selbst betrifft. So, jetzt ziehe ich noch einmal so eine Karte. Im Namen Gottes. Und dann höre ich auf. Sie hat alles ganz verschwommen. Trüttelig im Hirn. Das Wünschen. Ja, in naher Zukunft kommt die Wunscherfüllung. In naher Zukunft. Ja, die Fülle, die wo du verdient hast, du gehst in deine Berufung, du gehst in das Leben, wo du dich zu Hause und angekommen fühlst, ne? Ja? Wie war das Gedicht dann noch? Die meisten Menschen sind ja auf der Suche, ihr Zuhause zu finden, und zwar alle, ne? Egal welche Berufsklasse, dort, wo sie sich geborgen und sicher fühlen, ne? Ja. Viele sind aber auch weit davon weg, ne? Stell dir vor, du gehst durch einen dunklen Wald, durch ein dichtes Schneegestöber. Ne? Du spürst nur die Schwere deiner Beine im dichten Schnee. Deine Hilferufe verhallen ungehört im Wind. Wie einsam fühlt man sich dann? Wie weit weg kann dann das Zuhause sein? Ne? So, und viele sind in solchen negativen Situationen. Ne? Ja, aber du gehst jetzt in dein Glück. Ne? Also da greift jetzt Gott ein. Ne? Ja, du musst natürlich auch Ja sagen. Ne? Also wenn jetzt der Seelenpartner vor der Tür steht, ne? Nicht sagen, nein, mag ich nicht. Ne? Also musst schon Ja sagen. Die Toxischen kommen weg, weil die habe ich nur ein einziges Mal da liegen und habe den Karma-Würfel. Ne? Der Elefant, das ist ein Jadestein, der bedeutet Glück, Gesundheit, Frieden, alles was schön ist. Ne? So, den Jadestein habe ich hier nochmal im Armband. Schütz dein Herz vor diesen falschen Leuten, die haben dich nicht verdient. Ne? Ja, ja, hier habe ich einen, das deutet auf das Meer. Hm? Der Stein haben mir mal vor, ach Gott, das ist schon Jahrzehnte her, ne, haben mir mal Kinder geschenkt. Ne? Ja, ich war immer früher viel von Kindern umgeben. Hm? Ja, also der soll auch Glück bringen. Ne? Das Meer, Wasser steht auch für Erneuerung. Ne? So, jetzt hole ich noch einmal diese Würfel. Oh, ich kann gar nicht richtig würfeln. Ja? Die geistige Welt schickt dir ein Licht in Form von Menschen, in Form von Botschaften. Ne? Wieder habe ich die Krähe, ein Licht, wie du durch deine dunkle Tunnel kommst, ne? Weil nicht jeder ist glücklich. Ne? Ja, wie du es schaffst, in deine Wunscherfüllung zu kommen. Ne? So, da gehst du mit diesem Licht, wo dir die geistige Welt schickt, oder ein anderer Mensch, der wo dich begleitet, ne? Gehst du durch den dunklen Tunnel, in dem, wo du dich noch eventuell noch befindest, in deine Wunscherfüllung. So, sehr schöne Karten. Dann wäre ich jetzt auch am Ende der Legung. Ich freue mich wie immer über ein Like, ein Kommentar, wenn ihr meinen Kanal abonniert, Glocke aktiviert, damit ihr auch die Videos nicht verpasst. Ne? Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Also endlich kriegst du mal Gerechtigkeit. Ne? Du erntest jetzt, was du siehst. Ne? Da müssen Nachrichten kommen. Ne? Ja? Passt aber auch auf vor negativen, falschen Nachrichten. Ne? Falschnachrichten. Ja? Immer alles hinterfragen. Hm? Gut, das wär's dann mal von mir. Dann danke ich euch mal wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, ich kriege jetzt mein Handy wieder aus dem Ständer. Ja, und wünsche euch noch einen schönen Tag.
Hm?